Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Lang ist's her und ich habe den Wunsch, Pool of Radiance zu spielen, zum Anlass genommen, das mal einfach wieder aufzunehmen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es sehr alt und zum anderen finde ich es sehr interessant. Es war zum einen die erste Dungeons & Dragons 3 Regelumsetzung und es spielt in Mystranor, die alte Elfenstadt, die ja versunken ist durch den Pfuhl der Verdammnis in Teil 1, einem noch wesentlich älteren Spiel. Und daher habe ich mir vorgenommen, dieses Spiel mal durchzuspielen. Es hatte sehr unterschiedliche gemischte Reviews, eher schlechte, deswegen bin ich sehr gespannt. Ich hatte es als Kind mal gespielt, bin da aber nicht wirklich vorangekommen, weil es auch einfach sehr schwer und komplex damals war. Die Regelumsetzung ist Dungeons & Dragons 3, also wohl bekannt. Und wir fangen natürlich erstmal an, indem wir uns das Intro anschauen. Lasst uns beginnen. Neuflan, im Jahre des Panzerhandschuhs. Vor 10 Sommern kämpften in dieser Stadt mächtige Helden gegen das Böse. Hier, in dieser Höhle, besiegten sie einen grausamen Gegner. Und sie zerstörten den seelenverzehrenden Pfuhl der Verdammnis. Heute gehört diese Geschichte zum Liedgut der Barden. In Neuflan ist man sich sicher, dass das Böse tot ist. Aber das Böse stirbt nie. Was zum... Still! Elminster spricht. Dieses Böse ist ein Schlund, der die Lebensenergie eurer Stadt vertilgt. Aber wo geht die Energie hin? Und was nährt sie? Sie nährt einen neuen Pfuhl der Verdammnis in Mythrenner. Ich habe bereits eine Gruppe von Helden dorthin entsandt. Sie tragen die Panzerhandschuhe des Moander bei sich. Sie können das Böse vernichten, aber die Zeit ist gegen uns. Was sollen wir tun? Sammelt eure Helden. Verbarrikadiert jede Straße, verteidigt die Gänge. Kämpft um jeden kleinsten Winkel eurer Stadt. Und betet, dass Atan seine Aufgabe erfüllt. Sammelt die Freiwilligen. Das Schicksal ruft. Welche Helden mögen ihm antworten? Also zusammengefasst, der Pfuhl ist wieder erwacht, spuckt wieder böse Kreaturen aus. Atan, der Held, wurde schon losgeschickt, um das Problem zu besiegen. Allerdings sind natürlich jetzt wir die Helden und werden das Böse bezwingen. Das sind die vorgefertigten Charaktere, aber wie immer werde ich mir selber welche erstellen. Man kann anscheinend eine Gruppe aus 4 Charakteren spielen. Das heißt, ich werde sehr, sehr klassisch vorgehen und als erstes mal einen zwergischen Kämpfer machen oder eventuell einen Halborg. Aber ich denke, der Zwerg wird mir gute Dienste leisten. Klasse Kämpfer. Der wird neutral gut. Das Gesinnungssystem alt bekannt und tatsächlicher Pool of Radiance, nicht so wie seine Vorgänger aus der Infinity Engine Reihe, also Baldur's Gate, Icewind Dale und so weiter, kein Würfelsystem zur Charaktererstellung, sondern tatsächlich ein Punktekaufsystem. Meine absolut favorisierte Wahl. Da werden wir jetzt die Punkte einsetzen auf die 6 bekannten Attribute Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Und je mehr Punkte wir drin haben, desto teurer wird. Zum Beispiel von 16 auf 17 kostet es 3 Punkte
und von 17 auf 18 nochmal 3 Punkte. Wie immer gilt, ab Stufe 4 gibt es einen Attributsaufstieg, deswegen sind ungerade Zahlen jetzt auch nicht das Schlechteste und auf 18 ist wirklich viel. Stärke ist beim Kämpfer natürlich das Wichtigste, während Geschicklichkeit eher zu vernachlässigen ist. Wir wollen natürlich keinen Malus haben, aber da er später dicke Rüstung tragen wird, die eh keinen Geschicklichkeitsbonus zu seiner Rüstungsklasse zulässt, bleibt das mal bei 10. Konstitution haben die Zwerge den großen Vorteil, dass sie darauf einen Volksbonus bekommen. Das heißt hier plus 2. Charisma, wie immer für Kämpfer, der Wert, der eigentlich überhaupt nicht gebraucht wird. Weisheit wird gebraucht für die Willensrettungswürfe. Und so klicken wir uns jetzt unseren Helden zusammen. Müssen wir mal schauen, wie hässlich ihn wir machen können. Ob wir jetzt Geschicklichkeit oder Intelligenz... Es geht wirklich auf 3, das ist Wahnsinn. Dann hätte er eine Charisma von 1, das ist mir vielleicht doch ein bisschen krass. Aber das sieht doch schon mal nicht verkehrt aus. Machen wir so. Stärke von 17, das ist dann der erste Stat, der erhöht wird. Konstitution 16, was beim Volksbonus auf 18 erhöht wird. Plus 4, das sollte ihn auch sehr lange am Leben lassen. Hier können wir auswählen, wie er aussieht im Spiel. Das Spiel hat nämlich zweidimensionale Hintergründe, aber dreidimensional animierte Charaktere. Deswegen sehen die so scheiße aus. Nehmen wir den. Und er ist natürlich Orgrim, der zwergische Kämpfer. So, das ist sein Inventar, seine Stats, das, was er dabei hat. Er fängt an mit einer, ja, Axt. Das ist die hier. Die hat auch keine besonderen Werte, denke ich mal. Wenn sie mir denn mal angezeigt werden. Ah, 1d8 Schaden. Ja, das ist die ganz normale Axt. Er hat ein Schild. Das hat einen Rüstungsbonus von plus 2, aber arkane Zauberpatzer. Die arkane Zauberpatzer sind uns vollkommen egal. Und er hat eine Rüstung von, mit einem Rüstungsbonus von plus 5. Auch da sind uns die arkane Zauberpatzer vollkommen egal. Er hat noch einen Bogen dabei und ein Keramikgefäß mit Salböl. Das ist eine Heilsalbe für leichte Wunden. Also eigentlich ist es nur der Zauber, leichte Wunden heilen. Wunderbar. Den fügen wir als erstes hinzu. Als zweites, ohne Kleriker geht's nicht. Die Frage ist, was nehmen wir als Kleriker? Ich schätze mal, da nehmen wir den einfachen Mensch. Der Kleriker dient dazu, die göttlichen Zauber zu zaubern. Und da werden wir uns jetzt mal schnell eine stellen. Den mache ich gern chaotisch gut. So. Und zwar benötigen wir als Kleriker auf jeden Fall Charisma. Charisma dient zur Berechnung des Schwierigkeitsgrads wegen Untotenvertreiben. Er soll auch vorne stehen, er soll auch etwas aushalten und Weisheit ist sein Zauberattribut. Wenn ich mich bei D&D 3 nicht jetzt komplett vertue, aber da steht es, überdurchschnittliche Weisheitswerte sind besonders für Kleriker wichtig, da das ihr Zauberattribut ist. Aber wir standen da eh schon bei 15, weil wahrscheinlich der Kleriker eh eine Voraussetzung hat. Deswegen setze ich das erstmal auf 16. Stärke nicht zu niedrig, Geschicklichkeit kein Malus und Konstitution sowieso nicht. Charisma darf auf jeden Fall bei ihm nicht zu reduziert werden, da hier auch steht, aber auch Kleriker benötigen Charisma, um Untote zu vertreiben. Also eigentlich braucht der Kleriker alles, dann machen wir ihn doch einfach dämlich. Ja, das ist natürlich witzig. Also, er wird eine Rüstung tragen, deswegen kann die Geschicklichkeit so bleiben. Aber eigentlich braucht er auch die Konstitution. Also echt einen Kleriker zu erstellen, ist immer wieder eine Freude schlechthin. Dann mache ich Konstitution 13, die Intelligenz noch ein bisschen runter. Ja. Intelligenz, hier steht es noch, ist für alle Charakterklassen wichtig. Ja, klar. Wie soll ich es denn sonst machen? 13 Konstitution, ja, machen wir 14 Konstitution, Weisheit 16, Charisma 14, das bleibt erstmal so. Der Mensch wird eine Frau, nehmen wir die, und das ist die gute Isabelle. Oh, Entschuldigung. Wunderbar, damit haben wir schon 2 von 4. Sie kämpft am Anfang mit einem gar winzigen Streitkolben. Was ist das denn?
Das Inventar ist übrigens so gebaut, dass man wirklich auf den Charakter hier klicken muss und versuchen muss, ihm irgendwie die Waffe zu entreißen. Schrecklich. Der macht 1W8. Das war's. Keine Überraschung hier. Die Rüstung ist wahrscheinlich genauso ein Schuppenpanzer plus 4. Der Arkane-Zauberpanzer interessiert uns auch nicht, da sie göttliche Zauber zaubert. Und das ist genau das gleiche Schild, was tatsächlich auch der Kämpfer hat. Sie hat auch noch, warum auch immer, einen Schleuder und auch einen Leichtwundenheilen. Das ist dann unser Kleriker. Wunderbar. Dann fehlen noch 2 Slots. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schurken, da in jedem Dungeon es wahrscheinlich vor Fallen und Geheimgängen nur so wimmelt. Ich werde aber den Schurken wahrscheinlich irgendwann zu einer Mehrfachklasse ausbilden, da der Schurke meistens so viele Fertigkeitspunkte gibt, dass das überhaupt keinen Sinn ergibt, so viele in die Skills zu stecken und den Schurken bis Level 20 durchzuleveln. Dafür sind seine Kampftalente auch einfach zu schlecht. Jetzt ist die Frage, nehme ich den Halbling oder den Elf? Ich glaube, ich nehme den Elf. Da bei Halblingen noch dazu tritt, dass sie klein sind und dadurch der Waffenschaden verringert ist. So, Elf, Schurke. Der Schurke ist natürlich chaotisch gut. Ah, nehmen wir ihn mal chaotisch neutral, man weiß ja nie. Elfen kriegen einen Bonus auf Geschicklichkeit, das hilft uns natürlich gerade sehr. Ich habe vor, den mit einem Bogen hinten stehen zu lassen. Stärke und kein Malus. Konstitution müssen wir dafür eine minus 2 ausgleichen. Das ist ziemlich Mist. Und ein Schurke braucht auf jeden Fall Intelligenz alleine, um viele Fertigkeitsringe zu bekommen. Intelligenz 16 sollte gut sein. Jetzt ist die Frage, ob man... Na, Weisheit ist eigentlich relativ wichtig, da Weisheit auch die Wahrnehmung regelt. Ich glaube, das sieht doch ganz gut aus. Wenn wir hier noch einen wegnehmen, könnten wir Geschicklichkeit auf 17, das wird dann unser erster Step, den wir erhöhen. Und auch hier wieder ein sehr uncharismatischer Charakter. Nehmen wir auch den Mann hier oben. Ach, und wie nennen wir den Elfen? Nennen wir ihn Leander. Dieser startet tatsächlich auch mit einem, ich schätze mal, es ist ein Kurzschwert. Es ist ein Kurzschwert. Aber ich werde ihm den Kurzbogen geben. Jetzt ist die Frage, hier ist ein Pfeilsymbol. Benötigt man extra Pfeile? Wahrscheinlich nur spezielle und magische Pfeile. So, Leander wird der Gruppe hinzugefügt. Das heißt, wir haben zurzeit einen Kämpfer, einen Kleriker für göttliche Zauber, einen Magier, einen Schurken, einen Elfischen. Das heißt, wir brauchen noch einen Charakter. Jetzt ist die Frage, ein zweiter Nahkämpfer ist immer praktisch, ein Zauberwirker ist immer praktisch. Also nehmen wir... Ja, ich denke, wir werden einen Magier erstellen, damit es ganz klassisch wird. Warum auch nicht? Als Magier nehme ich mal den Halbling. Warum auch nicht? So, was ich eben schon bemerkt habe, ist, es fehlen ein paar Klassen, die normalerweise bei Dungeons & Dragons immer vorhanden sind. Und zwar fehlt der Magier, es gibt nur den Hexenmeister als Arkanzauberwirker und der Bade fehlt. Warum fehlt der Bade? Ich schätze, er war einfach zu schwierig zu implementieren mit seinen Liedern und mit dem dauerhaften Buff. Warum der Magier fehlt, ich habe keine Ahnung. Ebenso fehlt der Druide, was ich sehr schade finde, weil ich habe immer gerne einen Druiden in der Gruppe, auch wenn er, wie wir schon bei Icewind Dale gesehen haben, eher suboptimal ist. Also erstellen wir wohl einen Hexenmeister. Und das Problem ist, Hexenmeister benutzen Charisma zum Zaubern. Da wir aber auch keinen Gnom als Rasse zur Verfügung hatten, muss jetzt der Halbling dafür herhalten. Dadurch ist es jetzt schon ausgemacht, wer in der Gruppe die ganze Zeit mit Leuten reden wird. Das wird der Halbling sein, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Neutral gut. Ich erkläre das Gesinnungssystem jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal, weil das Gesinnungssystem ist zum einen relativ simpel und es gibt dafür so viele Erklärungen. Und ich schätze... Ganz ehrlich, es wird im Spiel wahrscheinlich kaum Auswirkungen haben. Geschicklichkeit hoch, weil damals war es noch so, dass Fernkampfzauber, die getroffen werden müssen, über Geschicklichkeit funktionieren. Stärke kann ruhig auf minus 2, minus 3 sein. Da er sowieso nicht viel tragen wird und der Krieger wahrscheinlich der Packesel sein wird. Jetzt ist die Frage, Charisma sollte so hoch sein wie möglich, aber 18 ist schon derbe. Wir werden eher unsere Geschicklichkeit noch ein bisschen erhöhen.
und die Konstitution, dann ein Hexenmeister fängt tatsächlich mit einem W4-Trefferwürfel an. Das heißt, auf der ersten Stufe hat er nur 4 Trefferpunkte und jetzt plus 2 durch den Konstitutionswert 6. Außerdem gebe ich ihm noch ein bisschen Intelligenz. Und dann soll das auch gut sein. Jetzt darf ich noch ein paar Zauber auswählen, und zwar 2 des ersten Grades. Und wer wäre ich, wenn ich nicht magisches Geschoss nehme? Außerdem Magierrüstung, wenn es optimal läuft, steht er hinten. Schlaf ist immer so ein Ding, das ist ein Flächenzauber, das betrifft meistens mehr meine eigene Gruppe. Also nehme ich Schutz vor Bösem, Schild. Ach, Person bezaubern, das ist alles sehr interessant. Seien wir ehrlich, brennende Hände trifft auch meistens mehr die Gruppe. Ich nehme... Magierrüstung. Damit buffe ich andere. Wunderbar. Ach, niedlich. 2 winzige Halblinge mit Robe. Warum kann man hier nicht zwischen Frau und Mann unterscheiden? Das Spiel ist wirklich seltsam. Warum kann ich jetzt nur männliche... Ich schätze mal, es sind männliche Halblinge spielen. Da es jetzt anscheinend ein Mann ist, nenne ich ihn auf jeden Fall... Wie nenne ich ihn? Das ist eine gute Frage. Ich nenne ihn Samson. In Anlehnung an einer Pen-and-Paper-Kampagne, die ich mal gespielt habe, wo ich einen tatsächlich herzzerreißenden, kleinen, manchmal fiesen, aber mal eigentlich immer liebenswürdigen Halbling erstellt habe, NPC. Und ich glaube, meine Spieler mochten ihn auch sehr gerne. So, gucken wir uns mal eben den Halbling... Ah! Man kann seine Robe gar nicht ausziehen. Das ist ja praktisch. Dieses Spiel... Naja, ich gebe ihm auf jeden Fall die Schleuder. Er soll auf keinen Fall in den Nahkampf mit Stärke 4. Zum Beispiel hier sieht man auch die Belastung von 8 von 30. Er wird nichts tragen. Er hat viel Charisma, er wird ein bisschen zaubern, er hat ein bisschen Konstitution und mit der Geschicklichkeit sollte er auch treffen. Damit ist tatsächlich unsere Gruppe fertig und ich würde sagen, los geht die wilde Fahrt. Die Lebensenergie von Neuflan wird vom Pfuhl der Verdammnis in Mistrenor verschlungen. Untote Armeen kann man zurückschlagen, aber die Verbindung zwischen altem und neuem Pfuhl lässt sich nicht unterbrechen. Doch die Verbindung verläuft in beide Richtungen. In der Ferne öffnet jemand ein Portal. Bei allem, was heilig ist, helft uns! Der Schrei kam von Arthur. Ihr eilt ihm zu Hilfe. Aber irgendetwas stimmt nicht. Das Portal ist instabil. Die Zeit verliert ihre Bedeutung. Ihr erreicht Mistrenor. Hinter euch schließt sich das Portal. Euer Abenteuer beginnt. Also, zusammengefasst, Artan hat uns durch ein Portal gerufen, nach Hilfe geschrien. Natürlich geht das magische Portal schief. Und es spuckt uns heraus, Zeit hat keine Bedeutung, also werden wir wahrscheinlich später ankommen und wir dürfen die Drecksarbeit erledigen. Vielleicht finden wir Arthur noch. Wenn ich raten müsste, wie die Story ausgeht, werden wir Arthur auf jeden Fall als irgendwie Skelettkönig oder Zombie finden, da der Fool der Verdammnis ja vieles in Untote verwandelt. Und deswegen gucken wir uns das an. Als ihr in Mistrenor ankommt, ist Arthurs verzweifelte Schlacht lange vorbei. Ach. Jetzt sind nur noch Orks hier, die die Gefallenen ausplündern. Hier seht ihr meine Gruppe. Und es geht sofort mit einem Kampf los. Das Interessante an Pool of Radiance war, dass es tatsächlich ein Rundensystem war. Hier oben sieht man die Initiativleiste. Nur eben mal erklärt, das sind die einzelnen Farben der Charaktere. Es wird tatsächlich gewürfelt und leider kann man sich nicht... den Würfelmechanismus angucken. Ich hätte mir gerne ein Chatfenster eingeblendet, wo gewürfelt wird, aber es geht nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Falls ihr es weißt, schreibt es in die Kommentare. Hier unten sieht man die Farben der einzelnen Leute und auch gleichzeitig die Lebenspunkte. Der Gruppenanführer ist der mit dem kleinen Pfeil hier unten. Hier kann man die Formation einstellen. Hier kann man rasten, wenn nicht gerade ein Kampf ist. Hier, wie viele Leute ich bewege. Karte, es ist gerade Mittag. Questbuch und Option. Und das ist der ganze Screen. Alles andere funktioniert über Rechtsklick-Menüs, wie man hier sieht. Das ist komplett umständlich, aber was soll's. Auf jeden Fall fängt es jetzt an, wie man sieht. Mein Schurke, Bogen, ich kann auf den Ork schießen. Warum sollte ich das nicht tun?
Das hat wunderbar funktioniert. Leander, ihr führt einen hinterhältigen Angriff aus. Er ist ja Schurke, wie wir wissen. Warum hinterhältig? Der Ork war noch nicht in der Initiativreihenfolge dran. Das heißt, ich mache Bonusschaden. Leider können wir nicht sehen, wie gewürfelt wird. Dadurch, dass ich jetzt immer noch im Kampf bin, schätze ich das irgendwo. Ja, da ist noch ein Ork. Das ist ziemlich weit für einen Schleuder und ich schätze, der Hexenmeister wird verfehlen. Wir probieren das mal aus. Nein, ich habe einen ganzen Schaden gemacht, was für einen Halbling schon wahnsinnig ist. So, und man sieht jetzt, diese an meinem Cursor laufende Person bedeutet, ich habe nur eine Aktion, weil es die erste Runde ist. Das heißt, er bewegt sich nach da. Die Klerikerin wird ein bisschen hinter ihm abschirmen. Und dann ist auch schon wieder mein Schurke dran. Normalerweise seht ihr hier ein Plus dran. Das bedeutet, ich hätte nach dem Bewegen noch eine Aktion. Weil normalerweise hat man ja zwei Aktionen, beziehungsweise eine Bewegung und eine Aktion. Wenn ich mich zu weit bewege, benutze ich beide Aktionen, um mich zu bewegen. Also schießt sie einfach mal, weil ich denke mit hoher Geschicklichkeit. Ihr habt es gesehen, ein leichtes nicht getroffen. Leertaste beendet den Zug. Ich finde es sehr gut, dass wir keine Munition in irgendeiner Weise benutzen. Das heißt, man kann auch diese Schnappschüsse einfach mal ausprobieren. Ja, der Krieger bleibt da stehen, er wartet auf den Ork. Was soll der Geiz? Soll der doch herkommen und seine zwei Aktionen verschwenden, weil er wird mich jetzt nicht mehr angreifen können. Er versucht sogar an mir vorbeizugehen. Das ist ja großartig. Jetzt kommen wir zu dem nächsten. Und zwar wird es Gelegenheitsangriffe geben. Das ist auch alles seltsam hier. Ich werde vermutlich einfach mal das versuchen. Ja, es gibt einen Gelegenheitsangriff. Er hat mich nicht getroffen. Ich habe ihn getroffen. Alles gut. Nachdem der letzte Ork gefallen ist, rutscht ein Bündel unter seinem Gürtel hervor. Er hatte die Herzen und Gehirne der Gefallenen gesammelt und in Papier gewickelt. Warum? Egal. Vermutlich hat es was mit dem Fuhl zu tun. Es stellt sich heraus, dass die Papiere Seiten aus dem Tagebuch von Artans Gruppe sind. Artan hat erfahren, dass sich die Zernarbten im Schloss Kormantor niedergelassen haben. Irgendwie fanden sie einen Weg, Mythranors alten Schutzzauber, das Mythal, zu beflecken. Er suchte nach einem Weg, in das Schloss zu gelangen, um die Zernarbten aufzuhalten und irgendwie das Mythal wiederherzustellen. Hier steht noch mehr. Er erwähnt Verbündete und Anhöhen der Stadt und den Skelettarm, aber Blutflecken haben alles andere unleserlich gemacht. Das ist sehr interessant. Kormantor war die erste Stadt Mythranors, Elfen, ganz lange her. Und Kormantor war auch die Stadt, wohin die Elfen tatsächlich Gnome und Halblinge und später sogar Zwerge eingeladen haben zu wohnen. Sehr freundliche Gesellen. So, das Spiel startet. Hier unten sieht man auch, wir haben Erfahrungspunkte erhalten, das finde ich immer gut. Wir werden aber erstmal looten. Also eine Axt und natürlich eine Heilsalbe, das freut uns doch. Man kann sich auch, soweit ich weiß, nicht anzeigen lassen, wo man draufklicken kann. Das heißt, es ist auch noch gleichzeitig ein Wimmelbildspiel. Dieser Stein, nichts geschieht, ihr spürt jedoch, dass ein starker Zauber in der Luft liegt. Ja, sonst wird der Stein wahrscheinlich auch nicht fliegen. Das sind auch solche Dinge bei Dungeons & Dragons, die ich einfach nicht verstehe. Was für ein Zauber wird darauf gewirkt? Wird Fliegen permanent gemacht? Warum dreht er sich? Was soll das? Und mein Arcana Zauberwirker steht daneben und denkt sich, ich weiß auch nichts. Naja, ich kann jetzt hier auf Fertigkeiten klicken und einfach mal auf Suchen. Ich such das mal. Das Ziel befindet sich außerhalb der Reichweite. Witzig ist auch übrigens, dass uns das der SL sagt, also der Spielleiter. Nichts geschieht. Das ist schon witzig. Ich gehe nochmal auf meine Fertigkeiten. Nein, nicht Heilkunde. Das wird noch sehr häufig passieren, dass ich mich verklicke. Ihr findet keine Fallen. Eure Charakterklasse verfügt nur eingeschränkt über die Fähigkeit Suchen. Wobei ich mich gerade daran erinnere, ich habe gar keine Fertigkeitspunkte für den Schurken verteilt. Na egal. So, ich schalte mal um auf Gruppe und wir werden natürlich das Gebiet komplett erkunden. Wie sollte es anders sein? Das hier ist die Karte. Die sieht mal richtig schlecht aus, aber was soll's. Da erkennt man ja auch alles drauf. Aber man kann kleine Fähnchen stellen, das ist doch praktisch. Oh je, was mache ich hier? Ich gucke mal in die Truhe. Nein, ich schließe die Truhe. Sie ist leer. Ja, danke Spielleiter. So stelle ich mir auch eine nervige Gruppe vor. Immer wieder die Truhe untersuchen, bei der ich schon dreimal sagte, dass sie leer ist. Da liegt Gold auf dem Boden. Klar. Wir wissen, Geldbörsen in Dungeons & Dragons haben immer Löcher. Denn warum schaffen es so viele Schurken, Taschendiebstahl zu benutzen? Das hier ist anscheinend ein Wegweiser. Ihr seht, dass etwas auf dem Wegweiser geschrieben wurde. Der alte Wegweiser zeigt an, dass der Kreis der Speere im Osten liegt und dass sich die Laublichtung jenseits der Brücke befindet. Fantastisch. Was ich übrigens vergessen habe zu sagen, ist, dass ich eine Mod installiert habe.
Ihr seht ja, sie laufen relativ langsam. Und es gibt eine Beschleunigungsmod. Ihr seht jetzt sofort, wenn ich auf eine bestimmte Zahl klicke auf der Tastatur, dass sie etwas schneller laufen. Denn ich verstehe auch nicht, die Helden haben doch eigentlich ein Bedürfnis, das relativ schnell aufzuklären. Und sie gehen so langsam. Und die Wegfindung ist auch nicht die beste. Naja. Gehen wir erstmal hier am Rand entlang. Hier ist eine große Mauer. Wir suchen erstmal das Gebiet ab. Was soll schon schief gehen? Ich muss sagen, die Grafik ist, also ich bevorzuge ja da tatsächlich eher die zweidimensionale Grafik von einem Icewind Dale oder Baldur's Gate, weil ich kann nicht herauszoomen oder hereinzoomen. Ich bin sehr nah am Geschehen dran. Und es kommen einfach mal Skelette auf mich zu, warum auch nicht? Es wurde per Initiative gewürfelt, anscheinend haben sie mich überrascht. Ich habe sie auch nicht 3 Minuten vorher gesehen. Was soll der Geiz? Ja, und mein Kämpfer ist schon fast halb tot. Meine Güte. So, gucken wir uns das mal eben an. Das Problem ist, mein Schurke macht Stichschaden. Das heißt, sie werden dagegen eine Resistenz haben, wenn er auch überhaupt nicht trifft. Das ist natürlich umso besser. Der hat Kampfoptionen, und zwar heftiger Angriff. Normalerweise, also ich habe hier heftigen Angriff, erhöhter Schaden oder heftiger Angriff, Maximalschaden. Das liegt normalerweise daran, dass man einen Malus auf seinen Angriffswurf nimmt und dadurch erhöhten Schaden kriegt. Ich klicke einfach mal auf erhöhten Schaden. Ihr führt einen heftigen Angriff aus, um erhöhten Schaden zu verursachen und greift ihn mal an. Er trifft nicht. Um wie viel? Ich weiß es nicht. Es ist ein Rätsel. Der Kleriker. Wir haben ja eben gesagt, der Kleriker kann zaubern. Und das Tolle am Kleriker ist, er kann immer alles aus seinem Zauber zaubern. Aber ich möchte jetzt eigentlich gerne mal Untote vertreiben ausprobieren. So, Preisfrage. Wer hat den Rettungswurf der Untoten geschafft und wer nicht? Ich schätze, diese lustige kleine Schneewolke über ihren Köpfen zeigt, dass sie es nicht geschafft haben. Egal, draufgeschossen. Sehr gut. Anscheinend keinen Schaden gemacht. Ich brauche wirklich dieses Chatfenster. Sehr gut, ein Skelett ist tot. Mache ich jetzt immer noch den erhöhten Schaden? Wir probieren das einfach normal aus mit dem erhöhten Schaden. Das war erhöhter Schaden. Habt ihr es gesehen? 6 Schaden? Wenn das nicht erhöht war, weiß ich auch nicht. Obwohl die Axt macht 1W8, also was... ja. Gut, und dann werden wir dieses Skelett hier angreifen. Ja, epische Gruppe, würde ich mal sagen. Dann werde ich jetzt mit dem Kleriker mal versuchen, mit der guten Isabelle, denn sie hatte die Fähigkeit Heilkunde. Ich möchte einfach mal meinen Freund hier retten. Ich habe diese Fertigkeit erfolgreich angewandt. Fantastisch. Was hat's gebracht? Man weiß es nicht. Wir werden übrigens gerade zwischendurch mal eben speichern. Einfach zur Sicherheit. Man weiß ja nie, was hier so auf einen zukommt. So, das war doch schon mal sehr erfolgreich. Wir können auch gerne mal eben gucken auf den Charakterbogen. EP für nächste Stufe 1000. Ich habe 410. Was? Okay, das... Ich habe ja schon gehört, dass das Level in Mistron nur lange dauert. Aber 14 XP ist wenig. Wir haben 2 Orks besiegt und 3 Skelette. Wie viel hat das denn gegeben? Jeweils 2,5? Egal. So, hier stehen natürlich Fässer in der Gegend. Ah. Gerade habt ihr die beste Vertonung von untoten Zombie-Geräuschen gehört, die ich hier gehört habe. Ja, fantastisch. Eine neue Runde beginnt. Mein Kleriker kann sich nirgendwo hinbewegen. Mein Kleriker geht hier hin. Verdammt sei euer faulendes Fleisch! Verschwindet von meinem Wagen! Verschwindet! Ah! Anscheinend hören wir gerade einen NPC, der einfach meckert. Nice. Also, wie ich schon sagte, nach dem Angriff kann sich der Halbling noch bewegen. Mein Kämpfer muss natürlich ganz nach vorne. Wunderschön. Gegner bewegen sich. Diesmal haben sie mich ja auch nicht überrascht, weil sie sich mit einem langen angekündigt haben. Normalerweise, wenn es Zombies sind, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, was dieser Pixelbrei darstellen soll, dürfen sie sich nur bewegen, nur einfach bewegen und nicht doppelt. Deswegen sind Zombies immer so schön langsam und man kann sie auch gut bekämpfen. Ja, einfach mal draufschlagen. Ich wüsste so gern, was die für eine Rüstungsklasse haben. Zur Erklärung. Wenn man angreift, addiert man ein bestimmtes Attribut und den Grundangriffsbonus, den jeder Charakter hat, zu einem W20-Würfelwurf und muss die Rüstungsklasse erreichen oder drüber kommen, um zu treffen. Danach wird der dann verursachte Schaden, wenn man getroffen hat, ausgewürfelt.
Da kommt der zweite, ich schätze mal Zombie. Wunderbar. Auf einen Fernkämpfer mit hoher Geschicklichkeit ist einfach immer Verlass. So. Da kommt der zweite Untote. Da habe ich mal wieder nicht getroffen. Auch nicht getroffen. Da habe ich getroffen, aber habe nur 5 Schaden gemacht. Vielleicht hätte ich wieder heftigen Angriff aktivieren sollen. Dass man das jedes Mal aktivieren muss. Es gibt auch keine Quick-Slots oder ähnliches. Meine Güte, haben die nichts aus Baldur's Gate 1 gelernt. So, jetzt können sie wieder meinen Krieger verprügeln, aber sie treffen auch nicht. Wunderbar, Not gegen Elend. Ich frage mich ja immer, diese Quest, den Fool der Verdammnis auszulöschen, ist ja anscheinend ein sehr wichtiger. Denn Neuflan wird ja anscheinend ganz schön davon in Bedrängnis geraten. Ich habe übrigens gerade eine beschnitzte Fassdaube gefunden, einen Hartholzschlüssel. Warum schicken die Stufe 1 Charaktere? Warum schicken die nicht den Schmied, der bestimmt schon Stufe 3 ist? Ich verstehe es nicht. Ich meine, diese Leute hier, die ich hier erstellt habe, die haben noch nicht ein Abenteuer erlebt und sind eigentlich ganz schöne Idioten. Naja, egal. Ich habe einen blinkenden Disco-Pool gefunden, der mich heilt. Okay, merken wir uns. Außerdem, Pergamentrolle mit göttlichem Siegel, Schriftrolle Lähmung aufheben ist immer praktisch zu haben. Lähmung aufheben ist auch praktisch, das kriegt schon mal unsere Klerikerin, die kann das zaubern. Ich hätte gerne noch Krankheit kurieren und Gift aufheben, aber meine Güte, man kann nicht alles haben. Ist ja auch kein Wunschpatient, aber nochmal zu meinem Punkt. Warum schickt Neuflan die dulligsten Dullis, die sich wahrscheinlich auf ein vergilbtes Pergament in irgendeiner Taverne, welches mit Bier bespritzt ist, melden? Ich verstehe es nicht. Stufe 1 Charaktere. Der Jäger wird eine höhere Stufe haben, wenn er allein schon 5 Wölfe in seinem Leben erlegt hat. Achso, die geben auch alle nur einen Erfahrungspunkt. Naja. Hey, ihr da draußen! Könnt ihr mir helfen? Die Vertonung. Top-notch. Wahnsinn. Natürlich helfen wir ihm, aber so, dass wir in der Formation mit dem Krieger natürlich vorne stehen. Schauen wir mal, ob wir die beiden Zombies erledigt kriegen. Hey, ihr da draußen! Hey, hey! Könnt ihr mir helfen? Ja, schlagt ihnen ordentlich auf den stinkenden Pelz! Und jeder Spieler so. Och, Spielleiter, schreib mal NPCs, denen man glauben kann. Also das ist doch schon wieder. Warum wirft er nicht oder schießt nicht aus seinem Wagen heraus? Er kann mir doch nicht sagen, dass er keine Schleuder dabei hat. Naja, egal. Es war Nottl, der hier was besprochen hat. Können wir mal übrigens den Fakt ansprechen, wie er mit seinem Wagen in dieses kreisrunde Gebäude gekommen ist? Ich sehe kein Tier. Nottl ist da drin, vermutlich Gnom oder Halbling, so wie der redet, weil Klischee. Und das ist der Eingang und davor sind Treppenstufen. Abenteuerschreiber. Also manchmal glaubt man einfach, früher durfte man jeden Rotz veröffentlichen und das hat einfach funktioniert. So, mein Kleriker trifft, mein Kämpfer hat keine Aktion mehr da einzugreifen, Zwerge haben auch eine geringe Reichweite zum Bewegen. Ich versuche jetzt erstmal einen Gegner rauszunehmen und werde den mit Schleudern und Pfeilen behaken. Das hat sehr gut geklappt. Kleriker tötet ihn. Ich fühle mich schon wie so ein Fußballkommentator hier. Und der Krieger auch. Schätze, ihr bettelt jetzt um eine Belohnung vom alten Nackel. Ja, normalerweise, wenn man wen rettet, bekommt man auch eine Belohnung. Okay. Nun, wenn euch der Sinn nach einem guten Geschäft steht, seid ihr hier richtig. Ich glaube, der hat gesoffen. Naja. Fragen, ob ihr eine Belohnung erhaltet. Das wäre nett, hä? Aber ein Feuer, eine warme Mahlzeit und eine Stunde Ruhe wäre das auch. Ich muss euch enttäuschen, ihr seid im Mystranor und ich bin Händler, richtig? Ich kann Dinge nicht einfach verschenken. Es sei denn... Hier, wisst ihr was? Ich erzähle euch ein kleines Geheimnis. Ich kenne eine versteckte Stelle, einen sicheren Ort, wo ihr hingehen könnt. Einige Personen verstecken sich dort. Kunden von mir. Hehe. Ihr helft ihnen und sie helfen euch. Ich halte meine Kunden am Leben, jeder ist glücklich. Hä? Ich denke, das ist eine gerechte Bezahlung für eure gute Tat. Ihn fragen, ob er euch sein Geheimnis erzählt. Einverstanden? Ich erzähle euch das Geheimnis und wir sind quitt? Das ist gut. Jetzt hört gut zu. Ich werde euch ein Wort der Macht lehren. Nottl gestikuliert flüchtig und ein Wort, das er kennt, Tamtamak, spricht sich selbst. Ja. Ich habe euch gerade das Wort des Klopfens gelehrt. Worte wie dieses öffnen Glyphen. Sehr nützlich zu wissen, wie das geht. Hehe. Nun,
da ihr das Wort kennt, geht und findet den großen Baumstumpf. Neben ihm befindet sich eine Glyphe, die Glyphe des Verborgenen. Geht auf sie zu und das Wort wird sich selbst sprechen. So werdet ihr das geheime Versteck gelangen. So, das ist vollbracht. Bittet mich nicht, es zu wiederholen. Ah, da habt ihr aber ein gutes Geschäft gemacht. Gewöhnt euch nicht daran, es wird nicht wieder passieren. Hey, ganz ehrlich, ich lock die nächsten Zombies einfach zu ihm. Naja, ihn fragen, wo der Stumpf ist. Genau westlich von hier, hinter dem Fluss. Ihr müsst nur den Orks folgen, hehe. Ihm etwas Geld anbieten. Warum? Nach seinem Geschäft fragen. Ah, es ist ein hartes Leben, aber ein gutes. Treffe alle Arten von Kreaturen. Ich lebe von meiner Scharfsinnigkeit und von meinem Wagen. Er hat so viele Zauber geladen, dass ich mich wundere, dass er nicht schon lange in einem Flammenmeer explodiert ist. Wenn er sich wundert, ach, ist egal. Ich handle mit jedem und allen. Stehle, was ich kann, betrüge jeden ein bisschen. Das ist der Weg zum Erfolg, hehe. Wer schreibt solche NPCs? Ihn nach dieser Gegend fragen. Ah, Mystranor, wie man so sagt. Es ist eine herrliche Stadt. Schätze überall. Nach Artans Gruppe fragen. Ich hörte, dass sie tot sind. Es tut mir leid. Artan war ein guter Händler. Scharfsinnig, wisst ihr? Er hat mir einige gute Sachen gebracht. Ich hoffe, er war kein Händler, sondern ein Krieger. Aber egal. Ich werde versuchen herauszubekommen, wer sie getötet hat. Diese Art von Information wird nicht billig sein. Orks haben sie nicht getötet, das kann ich euch sagen. Ohne von euch etwas dafür zu verlangen. Nach dem Fool der Verdammnis fragen. Fool der Verdammnis? Weiß ich gar nichts drüber. Jeder kennt den Fool der Verdammnis. Selbst wenn man in Ferun, in der Kampagnenwelt, sich umherbegibt, kennt jeder die Legende des Fools. Naja. Hey, genug geplaudert. Geht und benutzt das Wort, das ich euch gelehrt habe. Kommt hierher zurück, wenn ihr bereit seid, ein wenig Gold auszugeben. Ja, ich würde jetzt gerne ein wenig Gold ausgeben. Das bietet er an. Um Gegenstände zu kaufen, müssen diese vom Inventar des Händlers in das Gruppenmitglied gezogen werden. Gegenstände werden verkauft, indem ihr den Vorgang umgekehrt durchführt. Ja, ich würde gerne... Oh nein, okay. Ja, ich möchte gerne das verkaufen. Ich möchte gerne das verkaufen. Ich möchte gerne die Schleuder bei ihr verkaufen. Die ergibt nun mal überhaupt keinen Sinn. Ach, das hat mir gar kein Geld gegeben. Okay, Nordel, ich habe es ihr geschenkt. Sehr schön. Das Schwert, 56. Und was hat er? Er hat den Streitkorn, weg damit. 58. Fantastisch. Was ist das? Stab aus verrottetem Holz, Zauberstab, stinkende Wolke, auf keinen Fall, das ist wieder so ein Ding, was mehr meine Gruppe betrifft als jeden anderen. Eine stahlbeschlagene Zwergenstreitkolben plus 1. Plus 1 bedeutet, man kriegt plus 1 aufs Treffen und plus 1, also auf den Angriffswurf, AW und plus 1 auf den Schaden. Kostet aber auch 1250 Gold. Mit den epischen Schätzen, die ich bis jetzt gefunden habe, von insgesamt 58 Gold, kann ich mir das überhaupt nicht leisten. Gewöhnliche Eisenkettenrüstung 150, okay, ich glaube, das wird hier ein sehr, sehr... Ein Heiltrank für leichte Wunden kostet hier 500 Gold. 500 Gold. Ist das schon wieder dämlich. Gut, danke Nottel, das war komplett nicht hilfreich. Aber er hat uns ja ein Machtwort gelehrt, dadurch, dass wir ihm geholfen haben. Und dann können wir mal zu dem Baum gehen und Orks... Hulok, weg! Diese Beute gehört uns. Ich frage sie mal, was die Beute ist. Hammer ja, Ring ja, starke Dinge für Zut, wir verstecken sie. Wie Orks von Zut. Zut-Orks seien stark, verschwindet jetzt. Sie haben mir nicht mal die Möglichkeit gegeben zu verschwinden. Und warum kriegen sie eigentlich schon wieder die Überraschungsrunde? Ich habe sie gesehen. Dieses Überraschungsrundensystem. Vielleicht sollte ich anfangen zu zaubern. Ist auch komplett seltsam. Und hier sieht man auch übrigens das typische D&D-Problem. Wenn die Gegner gut treffen, bin ich auf Stufe 1 einfach mit einem Schlag so gut wie tot. Die hat noch 3 von 10. Was soll das? Und ich treffe natürlich nicht. Das ist schon ein Glücksspiel hier. Sehr gut, aber die haben auch wenig Trefferpunkte. So, einfach um es mal gezeigt zu haben. Arkane Zauber, da habe ich ja 4 von. Nimm das magische Geschoss und schieß es mal auf ihn. Weil die Zauber sehen tatsächlich ganz gut aus. Und nicht getroffen. Er trifft auch nicht. Nicht getroffen. Not. Elend. Hilfe. Ein Trefferpunkt von der Schleuder. Ja, auf Stufe 1. Was soll man da machen? Natürlich, er tötet meine Klerikerin. Aber ist gar kein Problem. Wenn er jetzt nicht nur meinen Krieger tötet. Denn, so, sie hat minus 5 von 10, aber
Er hat Heilkunde. Ihr habt erfolglos versucht, eure Fertigkeit anzuwenden. Wunderschön. Und ihr habt gerade gesehen, jetzt hat sie minus 7 von 10. Das Problem ist, sie ist halt auch einfach meine Klerikerin. Das heißt, sie könnte jetzt wirklich sterben. Und das ist sie gerade. Ich fass es einfach nicht. Ja. Ich habe diese Fertigkeit erfolgreich angewandt, aber sie ist schon tot. Okay. Merken Nummer 1. Ich guck mal eben, wo das Autosave ist. Wir müssen wesentlich häufiger speichern. Ja, müssen wir. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was das hier ist. Mal schauen, ob ich das rausschneiden werde oder nicht. Ich schätze mal nicht, weil warum solltet ihr hieran nicht auch Spaß haben? Ich werde das eben schnell nochmal machen. Oh, alte D&D-Spiele. Verdammt sei euer faulendes Fleisch! Ja, das verschwinde von meinem Wagen! Ach Gott, bitte. Als allererstes gucke ich jetzt nach, ob es tatsächlich... Nein, es gibt keinen Quicksave. Okay, nice. Gut, werden wir das eben schnell erledigen. Das Gute ist, wir wissen ja jetzt, dass es 3 Zombies gibt und dieses Let's Play wird einfach länger. Also was soll der Geiz? Die Zombies kommen mal wieder auf mich zugerannt. Und das ist übrigens schon das beschleunigte Spiel. Das geht noch viel langsamer. So. Wie ich gerade sagte, das ist das beschleunigte Spiel. Wir werden diese Zombies eben schnell erledigen. Das darf echt nicht wahr sein. Man kann auch einfach echt mal Pech haben. Nun ja. Egal. Das soll uns nicht aufhalten. Ich habe Dark Souls letztens durchgespielt. Hat mich auch nicht aufgehalten. Und Dark Souls war ja wohl wesentlich schwerer als dieser Mist hier. Man muss nur gut würfeln. Es ist ein Würfelspiel. Was soll man machen? Auf den späteren Stufen wird es hoffentlich etwas besser. Wird es vermutlich nicht. So. Ich möchte meine Zauber jetzt eigentlich nicht für irgendwelche Dulli-Zombies ausgeben, um ehrlich zu sein. Ich meine, das sind einfachste Zombies. Ich bitte euch. Das kann ja wohl nicht angehen. So. Auf den Hexenmeister ist mehr Verlass mit seiner Schleuder als auf allen anderen. Wieso hat der jetzt so viele Trefferpunkte? Das ergibt doch einfach keinen Sinn mehr. Na, natürlich, er tötet ihn. Ich habe mal wieder Erfahrungspunkte erhalten, loote nochmal den Schlüssel, werde nochmal die Tür zerstören. Euer faulendes Fleisch! Verschwindet von meinem Wagen! Verschwindet! Ah! Wieso ist jetzt der Weg versperrt? Dann bewege ich den halt erst. Hä? Okay, dann bewege ich den weg. Dann ihn... Okay, er bewegt sich nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Bin ich belastet? Nein. Was passiert hier? Ich kann mich nicht bewegen. Dieses Spiel. Ich zerschlag das Fass. Vielleicht ist das schuld, dass ich mich nicht bewegen kann. Ernsthaft? Okay. Das Fass stand mir im Weg, ich konnte es nicht zur Seite schieben, ich habe es besiegt. Wie ein total großartiger Held. Hier oben, Heilbrunnen, Dankeschön. Und wie immer die 2 Schriftrollen Lähmung aufheben und die Heilsalbe. So, Nottel. We meet again. Aber diesmal bin ich klüger und speichere. Ich muss mal gucken, ob man irgendwo den Autosave einstellen kann, aber es ist echt einfach traurig. Ja, überschreiben wir. Das Spiel wird fortgesetzt. Los geht die wilde Fahrt. Hey, ihr da draußen! Ja, könnt ihr mir helfen? Hey, ihr da draußen! Hey, hey, könnt ihr mir helfen? Na,
Natürlich, Nottel. Es ist ja sehr wichtig, ja, dass wir dir helfen. Schlag ihnen ordentlich auf den Schlitten des Pelz! Man sollte eigentlich meinen, wenn man Händler in Mistramur ist. Schätze, ihr bettelt jetzt. Nun, wenn euch der Sinn nach einem guten Geschäft steht, seid ihr hier richtig. Also, normalerweise sollte man als Händler in Mistramur sich zumindest halbwegs seiner Haut erwehren können. Aber egal. Ich klick mal eben den Dialog durch, denn ich mache genau das gleiche wie vorher. Er soll mir sein Geheimnis erzählen. Ich lerne was auch immer. Und werde ihm danken. Nochmal fragen, wo der Stumpf ist. Nicht, dass das irgendwas triggert. Dann werde ich nach seinen Geschäften fragen. Und dann werde ich ein paar Dinge verkaufen. Ja, Menüführung auch direkt aus der Hölle. Sehr gut. Ich weiß, dass die Schlinge 0 bringt, aber wisst ihr was? Ich verkaufe sie trotzdem. Ich brauche sie nicht. 56 und den Streitkolben weg. Ich kann mir immer noch nichts leisten. Sehr schön. So, nachdem wir diese wunderbaren 20 Minuten komplett vergeudet haben, weil wir nicht gespeichert haben und weil wir von einem Ork einfach auseinandergerissen wurden, der wahrscheinlich HG-Herausforderungsgrad ein Viertel ist. Herausforderungsgrad ist das System, womit man die Gegnerstärke bei D&D beschreibt. Okay, ich sehe sie. Sie können mich nicht überraschen, ganz ehrlich. Hulok, Lack, diese Beute gehört uns. Ja, sie fragen, was die Beute ist. Er sagt wieder Ring stark, starke Dinge für Zut und sie greifen uns an. Und Überraschung. Naja. Gut, wenn ich eins gelernt habe, ist dann, dass ich besser würfeln muss, augenscheinlich. Oh, die Reichweite von Nahkampfangriffen ist wirklich hoch. Das sollte ich mir merken. Das ist krass. Er konnte nämlich gerade einen Gelegenheitsangriff machen, obwohl er meiner Meinung nach ziemlich weit weg steht. Ich mache nochmal ein magisches Geschoss auf den hier. Und er stirbt durch magisches Geschoss. Sie haben anscheinend nur 3 Trefferpunkte. Oder auch die Monster haben die Trefferpunkte gewürfelt und sie haben alle unterschiedliche Trefferpunkte. Das kann natürlich auch sein. Ja, jetzt funktioniert es besser. Sehr gut. Ich gucke jetzt mal. Ja, wenn ich weggehe, muss ich auch einen Gelegenheitsangriff kassieren, natürlich. Warum greifen die alle meinen Kleriker an? Was ist hier los? Und warum stirbt er nicht? Nein, ich sehe schon wieder schwarz. Oh, pass mal auf. Was zum Teufel? Ist das irgendwie geskriptet? Und er ist auch schon wieder tot. Ja. Das Gute ist, ich habe da gespeichert. Okay. Das ist mir jetzt auch ein bisschen zu dämlich. Also kriegt mein Kleriker, obwohl Schild bringt ihm nichts. Sekunde mal. Warum hat er nur noch Magierrüstung zur Verfügung? Ach, wahrscheinlich kann man das andere nur im Kampf zaubern. Aber das muss ich jetzt mal eben herausfinden. Also, sie hat eine Rüstungsklasse von 16. Und solange ich bei D&D 3 Schild richtig in Erinnerung habe, dürfte das jetzt nicht steigen. Oder Rüstungsklasse 16. Ja, weil es ist ein Schildbonus und sie hat ein Schild in der Hand. Schildbonus und Schildbonus addieren sich nicht. Gleiche Boni addieren sich nicht. Da wird nur die Rüste genommen. Leck. Diese Beute gehört uns. So, ich bin wieder total überrascht von den Orks. Vielleicht würfel ich ja jetzt besser. Warum ist diese Angriffsweite so weit? Egal. So, magisches Geschoss. Bitte töte nochmal einen mit einem Schlag. Sehr gut. Wenigstens auf etwas hier ist Verlass. So, Krieger einfach umhauen. Eben hatte der doch so viele Lebenspunkte. Es ergibt einfach keinen Sinn. Jetzt fängt das Elend wieder an. Okay. Ich habe jetzt gerade den Hexenmeisterzug abgebrochen, damit er keinen Gelegenheitsangriff erhält. Wahnsinn, ich habe es geschafft. Und habe 25 Goldmünzen erhalten. So, Moment. Sie, göttliche Zauber, Stufe 1. Leichte Wunden heilen. Auf, mein Magier. 4. Fantastisch. Nochmal. Sehr gut. Voll geheilt, weil ich werde eh rasten, bevor ich hier irgendeinen kranken Shit mache. Und auf den Schurken bitte. Danke. So.
Das ist anscheinend ein Eingang, ein Loch oder so. Da gehe ich auf jeden Fall noch nicht hin, weil ich bin in diesem Gebiet noch nicht fertig. Und womit ich auch noch nicht fertig bin, ist Speichern. Sehr schön. So, gehen wir weiter über die matschige grüne Textur. Da kommt ein Ork. Ich sehe ihn. Ich bin nicht überrascht. Es sind zwei Orks. Wie geht's da hoch? Hä? Oh, jetzt sag mir nicht, das sind Schützen und deswegen können sie auf mich schießen. Warum hat der Ork getroffen? Minus zwei Entfernungsmalus. Jetzt ernsthaft, er trifft mich nochmal? Ich finde das gut. Ich finde das gut. Einfach mal. Magisches Geschoss. Wunderbar. So, haben wir das erledigt. Jetzt lasse ich den anderen zu mir kommen, damit ich sehe, woher der Weg geht. Fantastisch. Er ist wie ein Speer. Dann stelle ich mal meinen Krieger bereit. Ja, warten wir mal ein bisschen. Zack, 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 zack. Meine Güte. Der muss ja einen halben Marathon laufen, bevor er bei mir ist. Aber auf den warte ich doch. Ja, geht unter der Brücke drunter. Ja, sehr gut. Ja, der Ork ist einen halben Marathon gelaufen, um dann einfach mal schnell erschlagen zu werden. Was ist das? Ein großer Zwergenbogen plus eins. Was? Okay, fassen wir mal kurz zusammen. Wir finden auf Stufe 1 mit, na, sind es jetzt 25 Erfahrungspunkte? Oh, es sind 550. Ah, es gibt Story-Erfahrungspunkte. Okay, anders kann ich mir das nicht erklären. Es gibt Story-Erfahrungspunkte, aber egal, ich finde... Ich bin nicht mal 50 Minuten im Spiel drin und finde einen magischen Gegenstand, der verdammt mächtig ist. Okay. AW plus 1, Schaden plus 1, Langbogen plus 1 macht 1W8. Ich würde mal sagen... Hallo? Eure Klasse lässt das Tragen dieses Gegenstands nicht zu. Okay, klar. Wer mit dem einen Bogen schießen kann, kann nicht mit dem anderen Bogen schießen. Wahrscheinlich, weil es ein Zwergenbogen ist, muss ja ein Zwerg sein. Aber ich werde es nicht herausfinden, weil es nirgendwo steht. Oh, dieses Spiel. Wahnsinn. Gut, aber ich habe ja auch noch Zwergenpfeile mit Stahlspitzen gefunden. Ein Köcher plus 1, Schaden plus 1, AW plus 1. Die Frage ist, da sind nur 12 drin. Das heißt, ich benutze ihn erst bei Endgegnern, was so viel heißt wie ich benutze ihn nie. Und werde am Ende des Spiels mich wundern, warum ich so viel Scheiße in meinem Inventar habe. Gut. Ich kann ihn nicht benutzen, ich weiß nicht genau warum. Vielleicht hat er auch, vielleicht können Schurken, und das wird wahrscheinlich der Grund sein, nur mit Kurzbögen umgehen und nicht mit Langbögen. Das heißt, eine Stufe Waldläufer sollte das doch eigentlich klären. Was? Feinde! Ja. Woher weiß ich, dass ich Feinde bin? Vielleicht will ich nur einen Kuchen verkaufen. Egal. Das sind zum Beispiel stärkere Orks. Wenn ihr mich jetzt fragt, woran ich das... Ah! Man kann Rechtsklick draufklicken. Oh, das ist schön. Er hat eine Rüstungsklasse von 16 und 2W10 Trefferwürfel. Und das ist auch ein Organführer. Nice, okay. Langsam kommen wir doch hinter das Spiel. Man kann einfach auf alles Rechtsklick klicken. Oder auch nicht. Okay, da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtiger agieren. Organführer, die scheinen heftig zu sein. Ja gut, aber was soll ich machen? Hat sie eine Kampfoption, Untote vertreiben? Nö. Ja gut. Draufschlagen. Nicht getroffen. Ja, da werde ich jetzt aber alles ziehen, was ich habe, also nichts. Magisches Geschoss. Ja, okay, bei 2W10 Trefferwürfeln, selbst wenn sie den Durchschnitt genommen haben, hat er 11 Trefferpunkte. Und wenn ich nicht treffe, ist das sowieso egal. Ja, gegen die 16 ist auch fies. Oh Mann. Not, Elend, da haben wir es wieder. Aber die muss ich ja jetzt besiegen. Und ich habe keinen arkanen Zauber mehr. Sehr gut. Geh weg. So. Ich muss erst den einen töten. Ja, kritischer Treffer, Leander. Du bist mein Held. Fantastisch. Als der letzte Ork gefallen ist, fällt etwas aus seiner Hand. Ein runder blauer Stein, eingefasst in Eisenbänder. Ihr könnt euch beim besten Willen keine Verwendung für dieses Objekt vorstellen. Oder die Bänder aufbrechen, die den Stein einfassen. Fantastisch, es ist ein eiseneingefasster Kristall. Her damit. Das wird plotrelevant sein. Da ist noch mehr Loot. Fantastisch, gewöhnlicher Eisen-Zweihänderhammer. Benutzt keiner, weil ich unbedingt das Schild brauche. Hier ist ein Baum. Mit einem Loch. Außerdem, ich stelle mich mal auf das magische Symbol. Es blinkt.
Es passiert nichts. Sehr gut. Kann ich mit ihm suchen? Oh, ey, Leute, lauft doch hin. Ihr findet keine Fallen. Eure Charakterklasse ist aber auch nur eingeschränkt fähig. Gut. Wir sind ja hier in dem Gebiet noch nicht fertig. Aber was ich weiß, speichern. Weil das war ein harter Kampf und ich habe gut gewürfelt. Wunderbar. Toll. Ekliges Zeug auf dem Boden. Hingehen. Ihr berührt das blaue Glühmoos und ein Blitz heilender Energie durchströmt euch. Fantastisch. Können wir das nochmal machen? Ja. Warum? Es wird nur der Anführer geheilt? Wirklich? Ja. Leander, berühre es. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich, Leander. Glühmoos. Hm, klar. Das ergibt alles Sinn. So, gehen wir mal weiter. Ja, das ist die fantastische, nichtssagende Karte. Okay. Ein bisschen sagt sie ja doch was. Ich sehe schon, das wird hier echt zynisches Let's Play, wenn es so weitergeht. So, ich habe übrigens auch vor ein paar Jahren mal Temple of Elemental Evil durchgespielt. Das ist quasi genauso ein Schmerz. Allerdings in etwas schönerer 2D-Grafik. Auch das Spiel ergab überhaupt keinen Sinn. In diesem Tempel waren einfach mehrere Ebenen von unterschiedlichsten Fraktionen, die sich gegenseitig einfach bekämpft haben. Aber in einem Dungeon. Das kann man natürlich machen. Oh, ein Ork, wer hat damit gerechnet? Warum ist... Also der hat mich jetzt eigentlich überrascht, aber meine Charaktere nicht. Finde ich gut. Ich schätze mal, das wird über Wahrnehmungswürfel abgeleitet. So, jetzt ist aber die Frage, kann ich mit Akrobatik nicht außerhalb seines Gelegenheitsangriffsradius kommen? Ich verteidige mich mal. Was bringt das? Nix. Okay, cool. Ah, nice. Umgehauen. Also, auf jeden Fall in diesem Dungeon haben halt alle... Okay, ernsthaft. Haben halt alle gegeneinander gekämpft, alle Ebenen, und das war schon etwas crazy alles. Okay, der muss hier rauslaufen, alles andere ergibt keinen Sinn. Mhm. Ja, der auch. Eigentlich. Oh, gut, nicht getroffen. Und ich vermute hier Ähnliches. Ich bin ganz ehrlich, ich vermute hier Ähnliches. Ich mach mal wieder Untote vertreiben. Die haben jetzt keine Schneewolke, oh, eine Schneewolke auf dem Kopf. Was wahrscheinlich bedeutet, die haben eine Rüstungsklasse von 18? Was wahrscheinlich bedeutet, dass er davon betroffen ist, von Untote vertreiben. Also müsste er jetzt eigentlich fliehen. Oder er ist einfach betäubt, wer weiß das so genau. Und wird leichter getroffen, ist mir egal. Ich habe gefunden, ein Schutzring plus 1, klar, auf Stufe 1. Why not? Und eine schwere Halskette, Amulette Konstitution plus 1. Was ist das denn? Okay, Stufe 1, Gruppe, magisches Equipment. Also wäre ich die Dulli-Abenteurer-Gruppe, die auf ein bierbeflecktes Pergament reagiert hat, um nach Mystranor zu reisen, würde ich genau jetzt nach Hause gehen, die magischen Gegenstände verkaufen und mindestens ein Jahr davon leben. Oh, egal, mehr Schätze sind immer besser. So, wir probieren das mal eben aus. Rüstungsklasse plus 1. Das heißt, die Rüstungsklasse steigt auf 18. Sehr gut. Und das Amulett mit Konstitution plus 1 bringt ihm nicht viel, weil das nicht seinen Bonus erhöht. Aber, wenn ich recht in Erinnerung habe, haben wir... Nein, alle Konstitutionswerte sind gerade. Egal, herzlichen Glückwunsch. Konstitution plus 1. Warum nicht meinem Krieger geben? Er bringt sowieso nichts. So. Mal eben auf die Karte geschaut. Ah, das sieht doch schon fantastisch aus. Das hier ist noch ein schwarzer Fleck. Ist das ein schwarzer Fleck? Nein, das ist der Schatten des Baumes. Man weiß es nicht genau. Warum malt man Schatten von Bäumen mit auf die Karte? Auch das weiß man nicht. Gehen wir mal weiter. Bis jetzt ist das Abenteuer doch relativ erfolgreich. Also nur zur Relation. Magische Gegenstände sind einfach so wertvoll. Diese Gruppe, die nur aus Idioten besteht, die auf ein bierbeflecktes Pergament in einer Kneipe reagiert hat, weil sie wahrscheinlich das letzte Bier nicht mal bezahlen konnten, haben jetzt schon so viel Gold verdient, wie sie wahrscheinlich im letzten Jahr mit ehrlicher Arbeit nicht verdienen konnten. Und trotzdem machen sie hier weiter und... Was war das? Ork-Patrouille auf Abwägen? Alarm für Ork-Krat 12?
Ja, egal. Auf jeden Fall sind die überrascht, was auch mal ganz angenehm ist. Ich habe eine Überraschungsrunde, das heißt eine Aktion, das heißt, ich kann mich so ein bisschen aufstellen hier. Zack, zack, zack. Der kann sogar einmal schießen. Hinterhältig natürlich, weil sie wussten ja nicht, dass ich da bin. Und der Rest sollte sich doch jetzt von allein erledigen. Echt jetzt? Oh Mann. Sehr gut. Orks getötet. Ein Erfahrungspunkt abgesnackt. Und hier steht eine offene Truhe. Ich schließe sie. Ich öffne sie nochmal. Jetzt sagt mir der Spielleiter, dass sie leer ist. Genauso mache ich das in meinen zukünftigen Runden auch. Da ist eine Truhe. Sie steht offen. Ich guck rein. Mm-mm, du schließt sie. Was? Ja, du schließt sie. Hey, ich öffne sie wieder. Ja, sie ist leer. Troll-Move. Egal. Es ergibt einfach keinen Sinn mehr. So, hier war der Heilbrunnen, den ich mal eben antatschen werde. Das ist bestimmt auch alte Elfenmagie. Zack. Könntest du ihn bitte angreifen? Anpacken? Nein, für die Gruppe. Ich muss wirklich jeden einzeln anklicken. Meine Güte, ey. Komfortfunktion aus der Hölle. So, damit habe ich dieses Gebiet doch schon mal so erkundet. Da hinten ging es ja nicht rein. Da war ja eine Tür mit... Oh nein, das Spiel will wahrscheinlich, dass ich Flaggen setze, um mich dran zu erinnern. Ne? Ach, ich werde mich selbst dran erinnern. Hier war ein Durchbruch, da gehe ich noch nicht rein. Weil das Gebiet ist noch nicht zu Ende erkundet. Juhu! Ruinen von Mithranor, was tust du mir an? Mann, ich erwarte ja eigentlich immer von solchen Spielen, dass ich Inspiration kriege für meine eigenen Pen-and-Paper-Abenteuer. Aber wenn ich hieraus Inspiration ziehe und das meiner Gruppe zeige oder mit denen spiele, dann werden die mich für total bescheuert halten. So, geht die Treppe hoch. Es funktioniert nicht. Ah, das Problem mit 2D gezeichneten Hintergründen. So, jetzt bin ich oben. Hier ist ein Hauch von nichts. Was ist das? Ach, das ist eine Zugbrücke, die ich erst von der anderen Seite herunterlassen muss. Natürlich. Klar. Wisst ihr, mal aus dem Nähkästchen, im Pen und Paper würde jetzt ungefähr jeder Spieler eine halbe Stunde Zeit darauf verbringen, mit irgendwelchen kruden oder manchmal auch genialen Ideen versuchen, diese Zugbrücke von dieser Seite runterzulassen. Und womit? Mit Recht. Man schießt ein Seil mit einem Pfeil dran auf die andere Seite, man hangelt sich rüber, alles ist möglich. Und deswegen übrigens spielt man, oder ist einer der Gründe, warum man auch noch immer Pen und Paper spielt. Man hat Möglichkeiten. Hier im Spiel wiederum habe ich nur die Möglichkeit, die andere Seite aufzusuchen. Und ich weiß, dass wir deinen Weg dahin geben. Muss ja. Aber ein bisschen mehr Einfallsreichtum wäre da doch auch mal schön. So, Orks haben mich mal wieder überrascht. Und mein Waldläufer steht vorne, warum auch immer. Aber der eine Ork überrundet mich auch. Ich treffe sowieso nicht. Ist ja auch vollkommen egal. So, warum kann ich nicht tumblen? Ich habe die Fertigkeit nicht, okay. Ich kann die Situation einschätzen, das bringt mir gar nichts. Ich verteidige mich. Und gehe mal hier hin. Es durften beide einen Gelegenheitsangriff machen, schön. Ja, dann der Magier setzt aus, Kleriker mit dem nicht wirkenden Schild. Ich muss so dringend eine Stufe aufsteigen in diesem Spiel. Not gegen Elend, Teil 2. Ich würde so gern sehen. Also die haben eine Rüstungsklasse übrigens von 14, was ich für Stufe 1 auch schon für HG wahrscheinlich ein Viertel Orks nicht zu unterschätzen finde. Ich habe einen Schaden gemacht. Nice. Hätte ich den magischen Zwergenbogen, hätte ich einen Mindestschaden von 2. Aber ich darf ihn nicht benutzen, weil Gründe. Meine Güte. Der Krieger stirbt gerade wegen einem HG 1 Ork. Das darf echt nicht wahr sein. Wichtig, arkane Zauber lösen keine Gelegenheitsangriffe aus. Aber ach, sie hat ja auch keine mehr. Aber ich habe kleinere Wunden heilen. Okay, go. Es löst doch Gelegenheitsangriffe aus. Wer hätte das gedacht? Wie viel habe ich jetzt geheilt? Ich habe nicht drauf geguckt. Mein Krieger liegt am Boden mit minus 2. Okay, das soll er aber aushalten. Die Orks werde ich ja wohl noch besiegen können. Ey, Leute. Er flieht. Warum? Er ist am Gewinn. Egal, der eine Ork flieht. Ich nehme ja, was ich kriegen kann. Hat er gerade einen Rettungswurf vermasselt?
ich muss gleich richtig schnell mit dem Kleriker Heilkunde anfangen. Und hoffen, dass die Frau es gebacken bekommt mit ihrer Heilkunde 5. Wo ist er? Ich habe erfolglos versucht. Okay. Wo ist er? Ist er schon tot? Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Wo ist der Typ? Ach, da liegt er. Ihr habt erfolglos. Kann ich das jetzt so oft versuchen, wie ich will? Ihr habt diese Fertigkeit erfolgreich angewandt. Es hat nichts gebracht. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Was ist das für eine komplette Scheiße? Okay, kann ich das ihm geben? Er soll es einsetzen. Aber ich kann ihn ja nicht auswählen. Dieses Spiel ist das unglaublich dämlichste, was ich je gesehen habe. Ihr habt erfolglos versucht, eure Fähigkeit anzuwenden. Wofür ist Heilkunde da, wenn nicht ihn wiederholen? Muss ich jetzt warten, bis er versucht hat, seine... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es gerade einfach nicht. Erfolglos. Ich habe ihn jetzt stabilisiert, sehe ich das richtig? Das heißt, er verliert nicht weiter Trefferpunkte. Jetzt möchte ich ihn heilen. Wie heile ich ihn? Inventar, Magie, Schriftrolle, Waffen, Rüstung. Es bringt nichts. Ich habe ich habe kleinere Wunden heilen. Nice, jetzt hat er nur noch minus 2, also kleinere Wunden heilt auch nur ein Trefferpunkt. Und ich habe davon noch einmal. Ist das dämlich? Okay. Gar kein Problem. Ich meine, rasten kann ich auch nicht. Leichte Wunden heilen geht nicht. Das heißt, wir werden mal gucken, wann mein letzter Save war. Lan. Das darf echt nicht wahr sein. Ich muss mir angewöhnen. Okay, wir wissen, dass da oben nichts war. Es ist echt ein Gräuel. Naja, gut. Das ist das typische Stufe 1 Problem. Ach, jetzt kommen die Orks von da. Okay, von mir aus. Sie haben mich überrascht. Nein. Damit hätte ja niemand rechnen können. Hä? Was ist jetzt passiert? Egal. Kampf fängt an. Ach, ich habe die Überraschungsrunde, ja, von mir aus. Eigentlich sind die Gegner auch jetzt auf dem falschen Fuß. Warum treffe ich sie eigentlich immer noch nicht? Zur Erklärung, auf falschem Fuß bedeutet, das ist eine besondere Art der Rüstungsklasse, dass man quasi eine Finderingerte hat, weil man überrascht ist. Rein regeltechnisch bedeutet das, man bekommt nicht den Geschicklichkeitsmodifikator auf seine Rüstungsklasse, was bedeutet, man kann nicht ausweichen. Ist ja auch klar, man ist ja auch überrascht. So, natürlich ist der in Reichweite. Lock ihn um. Fantastisch, ich bin so stolz auf euch. Hatten die Loot? Nein. So, damit ist das schon mal erledigt. Ich guck mal eben auf die Karte, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe. Jo, hier vorne. Die Ruine hatte ich ja schon. Ach genau, ich schließe mal eben die Truhe und öffne sie, um reinzugucken. Es ist leer. Okay, weiter geht's mit Spielspaß, Spannung. Also ich hoffe ganz stark, dass wenn ich mehr Trefferpunkte habe, dass das nicht mehr ganz so schlimm ist. Weil wenn nicht, wird das richtig krampfig. Naja. Und was wir uns merken sollten, oder besser ich mir, immer leichte Wunden heilen, aufbewahren, falls wer aus Versehen stirbt, dass man ihn heilen kann. Und sonst hat man keine Ahnung. So, mal eben einen Schluck Kaffee. Fantastisch. Und weiter geht die wilde Fahrt. So. Ah, hier bei der Brücke waren die Orks. Ich bin überhaupt nicht überrascht. Mal gucken, was passiert. Speichern. Ich muss unbedingt nachher mal googeln, ob es eine Schnellspeicherfunktion gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das weiß ich. Warum steht mein Schurke vorne? Die Formation ist doch relativ eindeutig, wie ich sie haben möchte, oder? So. Egal. Ich habe schon ganz andere Spiele durchgespielt.
I look at you, Temple of Elemental Evil. Wenn ihr übrigens wollt, dass ich mal im Stream Temple of Elemental Evil spiele, sagt Bescheid. Bitte sagt nein. Wisst ihr, ich mach das einfach so, wenn ich... Das darf nicht wahr sein. Ein kritischer Treffer und meine Klerikerin ist bei minus 4. Dann laden wir sofort. Wir machen das einfach so, wenn ich 3 Kommentare unter diesem Video sehe, die sagen, ich möchte Temple of Elemental Evil hier gespielt sehen, spiele ich Temple of Elemental Evil. Und wenn ihr glaubt, das hier ist Schmerz, dann... Leute, Temple of Elemental Evil. Das ist richtiger Schmerz. Das hier ist ja noch, was das angeht, irgendwie lustig. Was ist das eigentlich in der Nacken? Tragen die Rüstung nur irgendwie über die Schultern und Nacken und Helm? Naja, so, das witzige Spiel beginnt. Wer trifft mich zuerst? Ja, toll. Gehe ich weg, kriege ich einen Gelegenheitsangriff. Bleibe ich stehen, kriege ich einen Gelegenheitsangriff. Benutze ich die Kampfoption Verteidigen, bei der ich nicht weiß, was sie bedeutet. Ich schätze mal, seine Rüstungskosten wird erhöht, aber es wird mir nirgendwo angezeigt. Ja, müssen jetzt die Nahkämpfer regeln. Oder auch nicht. Okay, er ist weggelaufen. Schön. Ich finde es schön, dass Kreaturen flüchten. Richtig gut. Als SL auch immer und Pro-Tipp, falls die Gruppe gerade am Abnippeln ist, obwohl das glaubt eben eh keiner mehr. Also es ist auch überhaupt kein Pro-Tipp. Und natürlich 0 von 4. Okay, 0 von 4 ist in Ordnung. 0 von 4 kann ich heilen. Wenn der Ork jetzt klug ist, schlägt er nochmal... Jetzt ist er bei 1, minus 1, ne? Schlägt er nochmal auf den Toten, weil dann ist er wirklich tot. Komm schon. Nice. So, und jetzt ganz schnell göttlicher Zauber. Wofür steht das K eigentlich? Cantrip? Nee. Zack. So, meine Lieben. Warum ist er bei minus 2? Ja, ja. Naja. Wie gesagt, Dark Souls war schlimmer. Na wohl, das ist eigentlich auch immer nur mein Fehler gewesen. Egal. Okay, zumindest sind die Orks überrascht. Dann stelle ich mich als Phalanx vor meine Leute, die nicht so viel abhalten können. So, wenn die da jetzt durchkommen. Sehr gut. Zwergenkämpfer, ein Schlag, ein Toter. So muss das sein. Unter der Erde genauso wie über der Erde. Mich wundert immer noch, dass man bei der Charaktererstellung überhaupt keine Fertigkeitspunkte verteilt hat. Egal. Ich habe gewonnen und finde eine Zwergenrüstung mit Stahlintarsien. Wunderschön, es ist eine Lederrüstung plus 1. Aber eine Zwergenrüstung. Lederrüstung. Zwergenrüstung. Dumm. Was spiele ich hier? Egal. Auch Zwerge dürfen natürlich Leder tragen. Aber das Spiel spielt doch so viel mit Klischees. Es gibt doch überhaupt keinen Sinn. So, Schurke. Nice. Ist auf 16 gestiegen. Warum? Das hier war eine Lederrüstung. Das eine Lederrüstung plus 1. Naja. Ob ihr es glaubt oder nicht, dass plus 1 sagt, dass die Rüstungsklasse 1 besser ist. Zack. Rüstungsklasse plus 1. Sehr gut. Spätestens jetzt würde ich mich mit den magischen Gegenständen absetzen und mich in der nächsten Taverne verlaufen lassen, bis ich dann auf den nächsten vergilbten Zettel, der mit Bierflecken besudelt ist, reagieren muss. Aber gut. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es war in Dungeons & Dragons 3, aber so eine Lederrüstung plus 1. Ich glaube, die plus 1 Verzauberung auf Rüstung waren 300 Goldmünzen. War es mehr? Ich weiß, plus 1 Verzauberung auf Waffen waren 1000. Und wir haben schon diesen Bogen gefunden. Fantastisch. Ich bin reich. Aber mein rechtschaffenes Gefühl sagt mir, dass ich... Wie hieß die Stadt nochmal? Neufallern? Neu irgendwas? Retten muss, weil der Fool der Verdammnis aufgestanden ist? Dulli-Gruppe 2.0? Egal. So. Hier ist nichts von Wert, außer eine Disco-Rune. Wir gehen trotzdem rauf. Ah, okay, das ist das Versteck, von dem er sprach. Schön. Tam-Tamak, das Wort des Klopfens, spricht sich selbst und öffnet euch den Weg in die versteckte Zuflucht. Ich kann Temple of Elemental Evil jetzt nur empfehlen. So, ich sehe zwei Leute. Wunderschön. Reden wir mit ihnen. Sieh dich vor, Beriant. Sie gehören nicht zu Atan. Irgendwas an ihnen macht mich misstrauisch. Witzig, sie heißt Feril. Ich hatte letztens eine Tabletop, also Pen-and-Paper-Runde, in der es sehr viel um die Stadt Feril ging. Was für ein Zufall.
Jetzt kriege ich schon wieder Erinnerungen an diese wahnsinnig fantastische Runde. Beruhige dich, Feril. Mystra hat sie berührt. Spürst du das nicht? Oh, Mystra, wahrscheinlich alte Elfengöttin. Ruht euch aus und erzählt uns eure Geschichte. Ihnen sagen, dass ihr durch ein Portal nach Mistranor gekommen seid. Ja, ich werde mich bestimmt nicht durch den Dschungel geschlagen haben. Also zur Erklärung, Mistranor liegt wirklich mitten in einem tiefen Dschungel. Wir können ein wenig Licht in diese Angelegenheit bringen, sagt Beriand. Athan erzählte uns, dass seine Getreuen versuchen wollten, ein Portal zurück nach Flan zu öffnen. Ah, es war ein Neuflan. Also, Athan versuchte ein Portal zu eröffnen, um nach Flan zurückzukehren. Er wusste, dass sich das Böse hier erhob, doch er wusste nicht, was es war. Oder wenn er es wusste, so sagte er es nicht. Ihnen sagen ein Fuhl der Verdammnisplage Flan. Wehe Mystra und ihren Dienern. Nottel erzählte, dass Athan tot ist. Nun wiegt unser Schicksal nochmal so schwer. Und Athan schwor, das Mythal wiederherzustellen. Wenn ihr ein Fuhl der Verdammnis sucht, fällt seine Mission nun scheinbar an euch. Denn eine schreckliche Macht scheint hier am Werke zu sein. Sie setzte das Mythal außer Kraft, um dem Fuhl heraufzubeschwören. Sie nach Mythal fragen. Ich sag elfische Schutzmagie. Das Mythal ist ein Schutzzauber aus vergangenen Tagen, der vor langer, langer Zeit über diese Stadt gelegt wurde. Einige sagen, es sei der größte Zauber, der je von Sterblichen gewirkt wurde. Unter dem Schutz des mächtigen Mythal wurde Mistranor zu einer Stadt, die in Anmut und Erhabenheit unübertroffen war. Die Sagen berichten von einer goldenen Stadt, von den Elfen geliebt und voller Frieden und Harmonie. Was ist nun daraus geworden? Solange das Mythal existiert, existiert auch noch Hoffnung. Hoffnung, dass Mystranor sich eines Tages wieder aus den Ruinen erheben und wieder zu seinem alten Glanz zurückkehren wird. Aber wenn das Böse das Mythal regieren sollte, welch schrecklicher Gedanke, diese alte Macht auf der Seite des Bösen. Ich frag mal, wer Mystra ist, aber ich sag alte Elfengöttin. Mystra, oh, sie ist die Göttin der Magie, die Herrin des Unbekannten. Kennt ihr sie denn nicht? Sie hütet das Mythal, das alle Sterblichen benutzen, um Zauber zu wirken. Ja klar, Mythal, Mythra. Witzig, ich habe mich letztens in den Hintergrund von D&D 5 eingelesen. Da sind ja so viele Götter draufgegangen und wieder auferstanden. Wahnsinn. Sagte Feriel, es gibt viele, die der Mutter aller Magie huldigen, auch wenn sie nicht mit Namen kennen. Feriel und ich sind ergebene Diener Mystras. Mystras. Sie fragen, wer Athan getötet hat. Er kannte seine Feinde nicht. Zernarbte Magier nannte er sie und spuckte aus. Nun gut, das ist ja auch die feindliche Gruppe, gegen die wir kämpfen. Wahrscheinlich. Denn es scheint klar, dass etwas Böses war, das das Mythal zu seinem Werkzeug gemacht hat. Oder es ist jemand, der mit dem Bösen im Bunde steht. Warum sonst kamen sie wohl heulend hinter ihm her? Sie fragen, wie Athans Mission erfüllt werden kann. Athan schwor zu zerstören, was das Mythal befleckte. Er wusste, dass es er die Anhöhen der Stadt erreichen musste, um dies zu tun. Er hatte den Ring des Rufes. Ein goldener Ring mit einem silbernen Sternstein, der fest auf dem Fingerknochen eines Skeletts saß. Er brauchte das Wort der Macht, das den Ring lösen würde. Das Wort des Vergessens. Er hörte Geschichten über einen Ort, welcher Raum der Worte genannt wird, aber er hat ihn nie gefunden. Nottel sagt, es gebe viele rotgewandete Magier in den Hallen des Lichts, dem oberen Teil der Gewölbe. Vielleicht hat einer von ihnen den Arm. Sie fragen, wo der Raum der Worte zu finden ist. Athan glaubte, er könne den Raum der Worte von den unterirdischen Gewölben aus erreichen. Er las unser Buch, lernte das Wort der Mystra und öffnete so den Weg. Aber er lebte nicht lange genug, um es zu benutzen. Wenn ihr dort weitermachen wollt, wo er aufgehört hat, so müsst ihr mit dem Wort beginnen. Sie um das Wort der Mystra bitten. Das Wort der Mystra steht geschrieben in unserem Buch. Wenn ihr das Wort der Mystra gelernt habt, könnt ihr die unterirdischen Gewölbe betreten. Mit dem Wort könnt ihr die Glyphe der Mystra passieren, die das alte Tor versiegelt. Wahnsinn, das ist wahrscheinlich die andere Disco-Rune. Sie fragen, warum der Weg versperrt ist. Ich selbst habe den Weg versiegelt. Als wir aus den unterirdischen Gewölben zurückkamen, waren Orks hinter uns her, also legte ich die Glyphe der Mystra über das alte Tor. Krass, ein NPC, der nicht dämlich war. Sie fragen, woher sie Athan kennen. Es gibt wenig zu erzählen, sie wurden verwundet und ich halte sie so gut ich konnte. Seht ihr, ich verlor meinen Stab an die Orks. Ohne Morathiel ist meine Heilkraft nur gering. Oh, sie hat einen Stab mit Namen? Sie ist mega mächtig. Athan berichtete uns, Elminster habe ihn hierher geschickt, weil etwas Böses sich das große Mythal von Mistranor bemächtigt habe. Mythal war der Magier, den wir im Intro gesehen haben. Sie blieben nicht lange, wollten uns nicht in Gefahr bringen. Die Magierin, die bei ihm war, sagte, dass sie ein Portal zurück nach Flan öffnen wollte.
bei der Göttin. Das Mythal war wie Seide in ihren Händen. Athan war entschlossen, zu den Anhöhen der Stadt zurückzukehren. In unserem Buch las er das Wort der Mystra, das das alte Tor öffnen kann, aber er hat es nie benutzt. Beriant. Ich weiß, ich plappere und plappere. Vergebe mir, dass ich euch aufhalte. Ihr müsst nun eurer Mission nachgehen. Hört auf das, was Athan sagte. Sucht den Raum der Worte. Möge Mystra euch führen. Kommt zurück, wenn ihr Heilung benötigt oder unseren Geschichten lauschen möchtet. Okay, dieses riesige Buch auf dem Podest ist wahrscheinlich das Buch, was ich anklicken muss. Das heilige Buch der Elfen lehrte euch Alan-Malir, das Wort der Mystra. Dieses Wort der Macht spricht sich selber, um die Glyphe der Mystra zu öffnen. Was? Au! Ich bin anscheinend eine Stufe aufgestiegen. Also steigt man wirklich nur durch Story-XP auf. Rohrgrim. Jetzt muss man sich mal dran erinnern, was der wohl war. Und der war wahrscheinlich mein Kämpfer. Ja. Der steigt in Kämpferstufe 2. Okay. Isabelle war Kleriker. Ja, die steigt auf Klerikerin Stufe 2. Leander, Schurke Stufe 2. Und der Hexenmeister. Hexenmeister Stufe 2. Darf ich nichts auswählen? Hä? Was ist das denn? Okay, mal eben schnell auf den Charakterbogen gucken. Also, ich habe auf jeden Fall Trefferpunkte bekommen. Wahrscheinlich 4 plus den Trefferwürfel eines Kriegers 10 sind 14. Kriege ich eigentlich Talente? Oh ja, ich habe heftiger Angriff und verbesserter kritischer Treffer. Schön. Mein Grundangriffsbonus stieg auf 2. Das heißt, ich greife jetzt mit 5 an, weil meine Stärke von plus 3. Sehr gut. Sie müsste jetzt mehr kleine Wunder haben. Ach, kleine Wunder. KW, kleine Wunder. Nice. Und ich habe einen Grad göttlichen Zauber mehr. Und sie hat marginal mehr Trefferpunkte. Okay. Der Schurke. Ich bin sehr irritiert, dass ich meine Fertigkeiten, aber ich habe sie hier, nicht selbst steigern darf. Aber gut, ich habe Suchen, Schlösser öffnen, Mechanismus ausschalten, womit man Fallen ausstellt. Mein Talent ist Fertigkeitsfokus auf was auch immer, wahrscheinlich auf Suchen, hinterhältiger Angriff und Entrinnen. Ich hätte vielleicht doch Waldläufer nehmen sollen, naja. Und mein kleiner Hexen-Hex-Hex. Ich habe einen ersten Grad mehr, Zaubertricks mehr. Und sonst nicht viel. Okay. Aber er hat wenigstens mehr Trefferpunkte. Gut, ich kann mich hier ausruhen. Da klicke ich gleich mal drauf. Denn Zauber und so. Ich rede jetzt nochmal mit denen. Ihr habt das Wort der Mystra gelernt. Jetzt versucht das versiegelte Tor zu öffnen. Es führt unter die Stadt. Nach Informationen über die oberirdischen Gebiete fragen. Über diesen kleinen Ort gibt es nicht viel zu erzählen. Wir nennen ihn Stillwasser. Ein ruhiger Ort ist es und kaum beachtet, bis auf Orks und Untote vielleicht, aber es gibt in der Tat nur wenig Orte, die diese Wesen nicht heimsuchen. Ja, aber es ist nicht der über Mystra Noir, so. Naja. Nach Informationen über die Gewölbe fragen. Feriel, du hast doch ein gutes Ortsgedächtnis. Erzähle ihnen, was wir über die Gewölbe erfahren haben, als wir sie durchstreiften. Wir fanden 4 Ebenen in den Gewölben. Wenn ihr durch das alte Tor geht, gelangt ihr in die Haupthallen. Darüber gibt es 2 Ebenen, darunter eine. Ach, man fängt nicht an der obersten Ebene an. Das ist ja mal was Neues. Das ist ja richtig kreativ. In den Haupthallen wimmelt es von Orks. In den oberen Hallen stießen wir auf viele Untote sowie auf Echsenmenschen, die augenscheinlich etwas suchten. Es sind immer Echsenmenschen. Fantastisch. In den tiefen Gängen verbrachten wir so wenig Zeit wie irgend möglich. Ein übler Ort war das. Und wir sahen dort Orks, die irgendeinen finsteren Plan verfolgten. Nach weiteren Informationen fragen. Nottel berichtete uns, dass dunkle Magier die Treppen unter ihre Kontrolle gebracht haben, die von den Haupthallen in die oberen Hallen führen. Sie haben untote Diener bei sich. Dann sind es Nekromanten. Ich erinnere mich an diese Stufen, sie liegen ganz im Osten. Ihr kommt durch schier endlose Gänge. Die Treppen befinden sich in einem Raum ganz am Ende dieser Gänge. Doch seht euch vor, falls Nottel die Wahrheit spricht, denn er sagte auch, dass diese Zenapen ihn ängstigen. Und unser Freund Nottel ist nun wahrlich nicht leicht zu ängstigen. Klar, kommt aber mit 2 Zombies nicht klar. Oh Mann, ey, NPC-Logik. Egal. Lebewohl sagen. Lebe wohl, möge Mystra Segen mit euch sein. Ja, fantastisch. Das heißt, haben wir jetzt, also wir haben, können die zweite Disco-Rune öffnen. Und übrigens, das ist die beschleunigte Variante des Spiels. Stellt euch vor, ihr würdet nur halb so schnell rennen. Dieses Spiel wird vermutlich, so wie es sich jetzt anfühlt, wo kommt der Gegner her?
Ich war hier eben schon. Und was ist das? Ach, ein Skelettritter. Ach so. Ja, kein Problem. Machen wir mal wieder heftigen Angriff. Ja, getroffen für 4 Punkte Schaden. Nice. Wo war ich gerade stehen geblieben? Außer, dass ich mich echauffiere, wo diese Gegner einfach plötzlich spawnen. Ich wusste nicht, dass ich in einem MMO bin, wo einfach zufällig irgendwelche Gegner irgendwo auftauchen. Ach, er darf zweimal angreifen, der gute Herr. Ja, das darf ich ja erst mit einem Grundangriffsbonus von 6 oder so, also auf frühestens Stufe 6. Aber gut. Und treffen tue ich ihn natürlich auch nicht, obwohl er Rüstungsklasse 15 hat. Ja, komm, das schreit doch nach Zaubern. So, erstmal richtig schön magisches Geschoss ins Gesicht. Für 2 Schaden. Ah, ich verstecke mich mal hinter meinem Waldläufer. So, Kampfoption. Komm, egal. Draufschießen. An den Ringen erkennt man übrigens, dass er verletzt ist. Und jetzt tot. Habe ich eben vergessen zu erwähnen, aber ich werde euch im Laufe des Spiels noch viel sagen können, was dieses Spiel ausmacht und was nicht anscheinend. Wunderbar. Ich frage mich trotzdem, kann man hier unten durch? Nein. Na, okay, also es spawnen in der Nacht einfach Gegner. Sehe ich das richtig? Es wäre natürlich jetzt irgendwie richtig cool gewesen, würden die sich aus dem Boden aufheben, wie Leichen, die halt wieder auferstehen. Aber ich verlange zu viel. Jetzt mal eben gucken. Ich habe doch das Gebiet jetzt eigentlich durch. Das heißt, meiner Meinung nach geht es jetzt ins Gewölbe. Dafür sind wir hier. Was das hier für ein Loch ist. Oh, man kann rein. Dieser Höhlengang ist von einer Steinwand versperrt, die von der anderen Seite, die von dieser einen Seite aus nicht eingedrückt oder zerschlagen werden kann. Gut, dass er es sagt und gut, dass das Skelett Zeit hatte, einfach bis hierhin zu laufen. Und jetzt wahrscheinlich. Ah, ein Zombie und wahrscheinlich ein normales Skelett. Okay, handelbar. Ich probiere das jetzt nochmal mit meinen Untoten vertreiben. Oh, sie ist endlich mächtig genug, dass die Untoten auch einfach umkippen. Oh, not even mad. Ja, fantastisch. Langsam, okay, Stufe 2 besser. Fühlt sich besser an. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Die Frage ist, sollte man in der Nacht jetzt reisen, aber ja, ich möchte jetzt halt gerne weiterkommen. Das Ding dreht sich immer noch wie verrückt. Gehe ich erst noch zu Nottel? Ja, gehe ich. Die Frage ist auch, hat das Spiel einen eingebauten Timer und sollte ich nicht zu oft rasten? Denn bei Nottel hier kann ich zum Beispiel auch rasten. So, das verkaufen wir mal. 120, 127. Die normale Lederrüstung brauche ich nicht mehr. Ja, was wir jetzt mit dem Bogen machen, ist natürlich eine gute Frage. Ich kann den halt für 750 verkaufen. Und dafür den. Hatte der nicht noch eben andere Sachen? An wen will er das verkaufen? Verarsch mich doch nicht. Egal. Und dafür. Pff, Zauberstab, stehende Wolke kaufe ich auf keinen Fall. Oh, ein Langspeer plus 2. Wahnsinn. Keule plus 1. Hm. Nee, nun, komm, ich raste hier nochmal. Man kann auch gar nicht festlegen, welche Zauber man vorbereitet, ne? Also, na klar, der Hexmeister hat welche gelernt. Ich schätze, auf der nächsten Stufe gibt es mehr. So, was ist jetzt hier los? Ah, oh, es geht hier doch noch weiter. Okay. Tuff, Tuff, sie kommen! Oh, super, lispelnde Orks. Schön. Nee, für einfache Orks brauche ich jetzt wirklich keinen Zauber. Ich lasse sie wie immer erstmal kommen, da ich nur eine Aktion in dieser Runde habe. Okay, ich habe Fragen. Punkt 1, warum haben mein Krieger und Klerikerin keine Gelegenheitsangriffe ausgeführt, obwohl der Ork ungefähr 1 Millimeter vor ihren Füßen hergelaufen ist? Entschuldigung. Punkt 2, warum genau stellt er sich wie immer an meinen Hexenmeister, wodurch ich nichts machen kann. Ich meine, das ist ja klug, aber warum habe ich keine Gelegenheitsangriffe? Oh,
Verwendet das Talent verbesserter kritischer Treffer. Kritischer Treffer. Sehr schön. Ach so, es gibt noch einen Gegner. Oh. Ork-Anführer. Ja gut. Wie schlimm kann der schon sein? Dann stelle ich mich mal vor meinen Hexenmeister. Und dann soll er kommen. Wahrscheinlich rennt er jetzt rechts rum. Oh nein. Ah, Rüstungsklasse 16, das schaffe ich auch so. Not gegen Elend spielen. Wie stelle ich mir den weiteren Stream übrigens vor? Oder besser gesagt das Let's Play. Ich werde euch einfach von Dingen erzählen, während ich hier ein bisschen spiele. Einfach, was mich gerade interessiert. Wahrscheinlich wird es viel über Dungeons & Dragons gehen, unterschiedliche Editionen, über wie schlimm ich die 5. Edition finde. Aber wir werden mal schauen. So, also hier ist nichts mehr. Sehr gut. Das heißt, ich kann jetzt meinen Schurken nehmen. Leander. Und der wird diese Oktroe öffnen. Es hat tatsächlich geklappt. Ich bin fasziniert. Noch ein Schutzring. Wichtig, normalerweise gleiche Boni aus den gleichen Quellen stacken vermutlich nicht. Aber wir schauen uns das eben mal an, wenn ich ihm jetzt einen zweiten gebe. Nee, 18 ist immer noch die Rüstungsklasse. Das heißt, herzlichen Glückwunsch, meine Klerikerin. Du kriegst auch einen Schutzring. Ich finde es faszinierend, wie viele magische Gegenstände ich schon habe. So, ich habe gefunden einen Zwergenstahlhammer. Das ist ein Streithammer plus 1. Ein W8 plus 1. Und er trifft um 1 besser. Und natürlich... Oh, gib mir die Waffe. Es gibt, glaube ich, keinen Grund, warum ich den nicht benutzen sollte. Zack. Irgendwo kann man sich das... Ja, genau. Irgendwo kann man sich das bestimmt angucken. Jetzt habe ich nämlich Nahkampf 6. Fantastisch. Nahkampf 6 ist besser als 5, wir wissen alle, wenn Zahlen hochgehen, erfreut das den Rollenspieler. Und so machen wir auch weiter. Jetzt haben wir aber die obere Ebene hier, ne? So, das mit der Zugbrücke macht mich ein bisschen fuchsig, aber vielleicht, das hier ist ja eine Art Stadtmauer, vielleicht ist dahinter Kormantor und wir müssen uns erstmal durch unzählige Ebenen Dungeon schlagen, bevor wir nach Kormantor kommen. Gehe ich einfach mal davon aus. Wie lange wird das Let's Play? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich es im Let's Play beende oder nicht. Ich mache das einfach so lange, wie ich Spaß dran habe. Und dann schauen wir mal. Wenn ihr darauf Bock habt, gebt mir einen Daumen nach oben und vergesst nicht, abonnieren und die Glocke drücken. Ich wollte das schon immer mal sagen. Lustig. Ich meine das auch überhaupt nicht ernst. Guckt so viel ihr wollt, guckt was ihr wollt, macht was ihr wollt. Das ist immer noch das Beste, was man machen kann. Macht das. Ja, das Wort der Mystra spricht sich selbst und öffnet das alte Tor. Fantastisch. Ich würde sagen, das ist das erste Kapitel. Okay, da es sofort mit einem Kampf weitergeht, den werde ich eben noch machen. Wir sind im Gewölbe drin. Fantastisch. Ein Ork steht einfach hier rechts. Zwei Orks stehen da oben. Warum auch nicht. Aber sie wird jetzt als allererstes sich heilen, weil ich sehe gerade, sie ist ein bisschen verwundet. Zack. Wunderbar. Und mein Bogenschütze wird diesen Orkanführer mal behaken, den er sowieso nicht trifft. So, die Frage ist jetzt, mein Krieger, der kann da nicht zuschlagen. Okay, er geht so ein paar Schritte nach vorne, um zu versuchen, die Fernkämpfer aus der Reichweite der Gelegenheitsangriffe mal zu lassen. Das wäre fantastisch. Aber er rennt einfach an uns vorbei. Okay. Kritischer Treffer. Ich fasse es nicht. Bei wie viel ist er? Bei minus 4. Leute. Und ich habe ihn nicht mal mit magischem Geschoss getötet. Oh, ist das schlimm. Ist das schlimm. Gut. Jetzt müssen wir uns schnell der Orks entledigen. Das Gute ist, ich habe noch genug. Ja, klar.
Ja, ich muss es einfach probieren, von ihm wegzukommen. Ist mir egal, Gelegenheitsangriff. Noch ein Arkanzauber. Okay, warum hat er noch Leben? Er hat Trefferwürfel 1W8. Ich habe eben 2. Okay, die Gegner-Trefferpunkte werden ausgewürfelt. Es kann nicht anders sein. Den Durchschnitt haben wir erreicht. Eben 2, jetzt 3. Oh, ich fasse es nicht. Das ist ja noch viel schlimmer, als ich dachte. Das ist ja grausam. Kein SL dieser Welt würfelt für die Gegner die Trefferpunkte aus. Das ist Wahnsinn. Auf höheren Stufen stehen da so lustige Dinge wie 13 W10 plus 2 W8 plus 1 W6. Das ergibt halt auch überhaupt keinen Sinn. Oh, ich dachte schon, meine Klerikerin stirbt schon wieder. Oh, jetzt mal schön brennende Hände da rein. So, Ork, danke dafür. So, wenn ich jetzt langsam mit meinem Krieger ein bisschen Schaden austeilt. Oder sie hier. Okay, 4. Okay, schön. Ja, jetzt werden die Arkan-Geschosse. Ist mir vollkommen egal. Und wenn ich über die halbe Map rennen muss, um mich auszuruhen. Jetzt wird hier der Magier ausgequetscht bis zum Geht nicht mehr. Sehr gut. Ah, fantastisch. Es war so klar. Es war so klar. Ja, kann ich eigentlich wieder laden, ne? Warte, stand da gerade außer Lebensgefahr? Da hätte man jetzt mal einen Chat, wo man das nachlesen könnte. Ach so, nee. Außer Lebensgefahr bedeutet so viel wie tot. Oder wie? Okay, Heilkunde. Erfolgreich angewandt. Ja, ich klicke jetzt mal einfach aus Probe und aus Jux auf dieses Zelt hier. Und bin gespannt, ob die sich erholen. Oh, es hat tatsächlich geklappt. Ich bin ein bisschen irritiert vom Spiel, aber auch fasziniert. So, wir sind jetzt im Dungeon. Ich werde auf jeden Fall eben noch schauen, dass ich hier ein bisschen suche, weil das interessiert mich ja doch. Ihr untersucht die Oberfläche und findet keine versteckten Fallen oder Riegel. Okay. Ich finde, ein eingekerbtes Silberstück Schlüssel der Lebenden, eine Schleuder plus 2, spätestens jetzt würde ich mich aufmachen, ganz weit weg in die nächste Taverne, von mir aus von Freihafen oder so. Das ist ja total irre. Kurzschwert plus 1, was ist das? Noch ein eingekerbter schwarzer Stahlschlüssel. Okay. Das ist ja komplett crazy, was für magische Gegenstände man jetzt schon bekommt. Vielleicht geht das Spiel doch nicht so lange. Ja, Schleuder plus 2, Magier, hier. Guck mal, jetzt müsstest du eigentlich relativ gut angreifen können mit einem Fernkampf von 7. Das ist wahrscheinlich besser als der Schurke. Es ist besser als der Schurke. Sehr gut. Ich sehe auch überhaupt keine Balancing-Probleme. So, du. Kurzschwert plus 1, 1W6. Eure Klasse lässt das Tragen dieses Gegenstands nicht zu. Klar, ein Schwert funktioniert auch so anders als ein Streitkolben. Würde ich auch sagen, nee. Gibt's nicht. Aber mal ganz davon abgesehen, das war tatsächlich das erste Kapitel unserer total verrückten Reise in Pool of Radiance, Ruinen von Mystranor. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es wird ein nächstes Mal geben. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Ich hoffe, ich war nicht zu zynisch, aber dieses Spiel ist echt ganz schöner Schrott. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Tschüssi.